heute. Ich hab alles auf die Karte gelegt und dieser Greenscreen. Mit der Karte hab ich einfach nach. Von Icon kam ja nicht so. Die haben den ja nicht fertig gemacht oder so. Der wurde Vierter bei Icon 4. Warum spuckst du auf etwas, was dir diese Karriere ermöglicht hat? Du mein Sonnenlicht, ich suche dich schon. Tilo Schwester. Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Freunde, wir reagieren heute auf die neue Rap La Rue Folge. Ihr wisst Bescheid, wir sind am Start. Checkt immer gerne, ob auf was wir schon alles reagiert haben, und ballert mir weitere Vorschläge in die Kommentare. Wir sind gerade auch live auf Twitch, Mehmet1212x. Ihr seht den Namen hier mit einem X ranhängen. Dann könnt ihr auch Twitch gerne abchecken. Ich würde mich freuen. Erster Link. So, Rap La Rue. Rap La Rue. Ich komm von der Straße. Kinderzimmer, Digga, Fufi-Batzen machen echt behindert. Der Teufel flüstert mir, verbrennt den Zickzack. Ich hab Hasch im Sommer, ich hab Hasch im Winter. Digga, der sieht zwar aus wie Mohams, aber der rappt gut. Der sieht wirklich aus wie Mohams. Der hat voll gut gereimt gerade, ja? Du willst testen, dann fallen Schüsse aus dem Sprinter. Meine Klick trägt 9 oder schwarze 6er. Drück die scharfe Heckler aus dem Fahrerfenster. Komm in meine Gegend, ich tritt rasch weg. Ich glaub dir kein Wort, kleiner Hasch mehr. Von Friedberg West bis zum Parkdeck. Du willst Gangster spielen, mach dein Grab fest. Pussy. Von der Straße für die Straße. Gutes Hase auf der Wagen. Stark, Cover. Der kann rappen, safe. Vier waren sogar geisteskrank, ja? Ich nehm dein Shisha, springt Rolltreppe, my Zeit. Sag mir hier, wann wird die ganze Scheiß wann hier vorbei sein? Vorbei? Wann gehen die schlechten Zeiten vorbei? Wann ist die Scheiße endlich vorbei? Wann gehen die schlechten Tage vorbei? Und, ja, vielleicht liegt's am Song. Aber Digga, das waren auch Props, Digga, ich sag dir ehrlich. Ja, war nicht schlecht. Mufasa, Digga, kann sich sehen. Wo kommt dein Obi her? Obi ist bei Rap La Rue? Wusste ich nicht. Okay? Sag mal her. Hä? Digga, der war ja so unerwartet gerade. Dixer. Gehen wir rein, hören wir uns an. Du bist kein G-Mann von der Straße, halt die Fresse voll der Vogel an, du redest groß. Wo Party, Koks, Nase, Junge, du bist ehrenlos. Ja, du machst Geschäfte, Trottel, redest viel am Telefon. Pflanzen weiter an, machen Profit, so wie ein Ökonom. Hingucker, Fickmutter, sag's aus vor Gericht. Lutscher, Rambui im Netz, als wär das Internet dein Fisch. Kutter, schiefe Blicke bringen dich hier höchstens einen Stich. Bruder, nimm es wie ein Mann, bevor der Nackenwirbel bricht, Bruder. Ich seh die Angst, wenn Kundenkombi Gras holen. 6300, Nokia, kein Smartphone. Was hast du gesehen? Meine Erfahrung war der NATO. Icon 5 geschafft. Gescheiterte Talente, so wie Pato. Gelobt in höchsten Tönen wie ein Pato. Icon 5 gescheiterte Talente, so wie Pato. Bruder! Was hast du gesehen? Meine Erfahrung war der NATO. Icon 5 gescheiterte Talente, so wie Pato. Warum disst der jetzt Icon 5? Was ist denn hier los? Hä? Gelobt in höchsten Tönen wie ein Diss? Digga, der disst einfach, der schießt gegen Icon 5. Was passiert hier? Hä? Diss. Pianistisch. Icon 5 gescheiterte Talente. Scharfe Fotzen wie ein gottverdammter Dschihadist. Sodom und Gomorra, wenn ich euch in meinen Liedern diss. Kackt ihr euch ins Hemd, ihr seid doch Straße und kriegt wieder Schiss. Bin ich wie ihr, hatte gar nichts so und ich sag gleich was dazu, ich will mir das zu Ende anhören. Fleißiger, Alben waren ready, aber legten sich auf Weißdicker. Skyline meine Galaxie, Unifuchs im Live-Dicker. Schüsse auf dein Thorax lassen, beten wie ein Geistlicher. Also, ich muss ehrlich sagen, ich erwarte immer bessere Paar von jemandem, wo ich weiß, ey, der Typ ist eine Maschine. Und Obi ist definitiv eine Maschine. Das war nicht so sein stärkster Part, der war trotzdem vollkommen ausreichend. Aber Obi kann es noch definitiv noch besser. Ich dachte auch, Obi geht zu keinem von beiden. Ich hab den ja, ich wusste es nicht. Ich feiere ihn, Bruder, und ich weiß, was er kann. Ihr kennt alle seine Qualitäten, weißt du? Und ich freue mich sehr auf die Zeit mit ihm. Er hat Aufmerksamkeit von Icon genommen und jetzt schießt er gegen Icon so ehrenlos. Ja, bin ich bei dir. Bin ich bei dir, weil es hört sich so komisch an, aber warum der Diss? Ja, wir rasten immer aus. Wir freuen uns, wenn Disses sind und was weiß ich was. Aber ich find's unnötig. Ich find's unnötig. Das ist so ein Diss. Von Icon kam ja nichts so. Die haben den ja nicht fertig gemacht oder so. Der wurde Vierter bei Icon 4. Warum spuckst du auf etwas, was dir diese Karriere ermöglicht hat? Weißt du, was ich meine? So, finde ich,
Finde ich unnötig. Finde ich unnötig. Er ist bei Rap LaRue dabei. Okay, okay, okay. Ja. Der Beat hat mich auch nicht so mitgenommen. Ja. Hat auf ganz locker gemacht, man hat es gemerkt. Aber reicht ja auch erstmal für die Bewerbung. So. Stark. Also, ich sag euch ehrlich, bis jetzt voll der gute Anfang. Wenn alle so sind, Digga. Ich soll euch was sagen, weil ich auch die Frage immer auch lese. Ich hab's jetzt wieder auch gelesen. Rap LaRue oder Icon? Rap LaRue wird die Künstler haben, die rap-technisch, part-technisch, so flow-technisch stark sind. Und Icon wird eher die Künstler haben, die melodischer sind. Rap LaRue wird die haben, die mehr. Der Fokus bei Rap LaRue-Kandidaten wird auf Oldschool sein, vertraut mir, von der Masse jetzt her. Und bei Icon wird das so, werden das meistens Künstler sein, die so up-to-date sind. So Bobby Dorian-mäßig. Das ist so Icon. Und Rap LaRue wird mehr so San Andreas Obi-mäßig. Sage ich euch, vertraut mir. Ja, dann, ich bin woran ich das festmache? An Sammys Bewertung, ne? Weil der immer so viel auf Reime, Lines und so achtet. Und Icons Bewertung achtet auf Ohrwurm, brandneu. Die haben genau gegensätzliche Bewertungen. Deswegen werden die Gruppen auch wirklich gegensätzlich. Und Bro, ich kippe weg in nen Cadillac. Meine Aura black, bitches hold me back. Ich war ein guter Fang, ich bin euer Untergang. Ich bin on fire, brenne alles ab wie Notre Dame. Bro, ich kippe weg in nen Cadillac. Meine Aura black. Bro, ich will den direkt skippen. Bitches hold me back. Ich war ein guter Fang, ich bin euer Untergang. Ich bin on fire, brenne alles ab wie Notre Dame. Skip. Ja, auch schon zu schön gewesen. Ja. Franzin, doch dann niest du dick. Bitch, ich schieß auf dich. Ficke deine Mutter und du liegst da ich. Renne vor den Cops, weil ich Peace gerade go. Und fick auf deinen Beamer, der vom Leasing ist. Chillen in der Hood, Nase voll mit Schnupf. Hase in der Luft, weil habe gerade gebufft. Flaschen nur in dem Club, Samsung Karte muss. Jungs wollen einen Puff, aber ich hab keine Lust. Du bist so fett, deine Hose platzt. Du kommst zu mir. Bruder, hier alle unterdurchschnittlich. Ne, die ersten waren gar nicht schlecht. Jetzt die nächsten sind schlecht. Sitze für Bücher, aber Parkort. Fülle den Kühlschrank, Karam, was soll's. Man okay. Ist klüger durch diesen Drecksjob. Doch ich bin echt, wissen Mama und 6-2, der ist auch bei, der ist auch bei Icon. Aus der Bronx. Meine Hände packen 100 Gramm in 5 Minuten ab, denn ich bin es gewohnt. Sind die Taschen leer, stehst du ganz allein. Fick die Einzelheit, gib den blauen Schein. Ihr seid ruhig, weil ihr an der Leine seid. Ich bin im Park mit Flocken weiß, ey. Viel zu lang nur euch zugesehen. Doch ich seh jetzt zu, dass ich alles reiß. Weiß. Mach dich breit in der Nachbarschaft heiß. Wenn ich gehe mit Minimum 3-4 Kites, ich reiß deinen Schein aus. Z-Arm oder fuck, dribbelt deine Dealer weg, mein Läufer pusht Packs. Man muss leider ausblenden, dass das so richtig unsauber ist vom Mix-Mastering her, aber weiß ich nicht, Bruder, ja. Den sehe ich eher bei Icon. Bruder, wenn du das Video hier siehst, so, ich sehe dich eher bei Icon. Das ist ein guter Rapper, ja. Mal gucken, wie deine ja, das ist das, Bruder. Das ist richtig Frankfurt asozial. Was ist das denn? Mein Stenzer Spagge, digital Bagge, mal Para auf Straße, du hast Paras auf Straße. Grüß meine Brüsti, keine Z-Fußdrehen, die du. In meinem Block werden Paras geschoben. Miese Phasen, durchgehen, durchgehen, Highway to Hell, hier ist Scharmutz auf Crackpfeifen, halt durch die City mit Frankfurter Kennzeichen, Feta. Ich hab alles auf die Karte gelegt und. Dieses. Dieser Greenscreen. Mit der Karte hab ich ein paar Nasen gelegt. Das ist Motherfucker Lifestyle, macht Leiter in der Freizeit. Jeder will bis Ende 30 reich sein. Es muss du Dörf an mein Block. Es muss du Dörf auf den Kopf. Es muss du Dörf, Pizza. Was für Pusher, du Lutscher. Deine Stadt ist kaputt, meine Stadt ist kaputt. Sehr, 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 sehr schlaue Bewerbung. Es muss du Dörf an mein Block. Es muss du Dörf auf den Kopf. Es muss du Dörf, Pizza. Also die Hook ist ehrlich Epilepsie, Digga. Aber der Part war cool. Was du Superblatt, deine Jungs abgefuckt, meine Jungs abgefuckt, da. Du. Gucci, Schwiegermutters Liebling. Deine Scheier liebt mich, ich knack jeden. Der ist cool, Digga. Der ist ehrlich cool, er ist dreckiger Frankfurter. Er ist cool, ja. Video 10 von 10. Er ist cool. Great Kali. Er ist cool, ja, mal gucken, ob's reicht, Gucci. Der Cousin von Roman Reigns. Aber ich denke, ich nehm dich mit. Das ist das. Das ist ganz schlau. Das ist wie, ihr kennt noch diesen Haaland von Rap LaRue, ne? Wenn du eine Bewerbung bringst, die sich richtig abhebt, die richtig kreativ ist, dann bist du eigentlich fast schon dabei. Dann hast du es fast schon geschafft, wie zum Beispiel der Bruder hier. Alleine das Video. Hätte er einfach nur von einem Sportwagen
oder in einer Tiefgarage gerappt, weiß ich nicht, ob Sammy ihn mitgenommen hätte, aber wir waren durch das Video so geblendet, deswegen sehr, sehr schlau. Ich will gar nicht mehr reden, die hören sich alle. Ich mache weiter, Pause, und zwar jeden Tag, bis jeder sagen wird, deine Musik ist krass. Jeden Tag auf zu krass, nice. Ich habe viele Ziele, die ich mir hinsetze, einer davon ist meiner Familie das Haus zu ersetzen. Setzen, Ziele setzen, auf Haus ersetzen. Bruder, wie reimst du? Kämpfe dafür, dass mein Vater sich entspannen kann und nicht mehr für uns arbeiten muss. Sein Leben lang. Ich kämpfe dafür, dass meine Mutter... Mach, hör auf, Bruder, hör auf. Hör einfach auf und mach weiter mit deinem Job. Ich weiß nicht, was du machst, Bruder, aber mach einfach damit weiter. Glaub mir, das ist besser. Pack aus deinem Land, ich bin voll auf entspannt, warum so hektisch, verdammt. Sie kommt immer näher und zeigt Interesse, meine Taschen niemals leer. Sie weiß, ich bin der beste Philipp. Sie kommt immer näher, meine Taschen niemals leer. Jetzt muss er noch sagen, und sie heißt Lea. Sie kommt immer näher und sie zeigt Interesse, ja, sie Taschen niemals leer. Und sie weiß, ich bin der Beste. Wir tragen keine Reste, sie will mit mir ans Meer, als Meer. Nein! Keine Reste, sie will mit mir ans Meer. Sie besessen, als wäre sie besessen. Beste, Reste und, Rap-Session, Attention. Rap-Session, Attention. Der wollte einfach eine große, Reimkette aufbauen, aber Bruder, damit hast du einfach dich selbst zerstört, hör auf. Fühlt ihr die Liebe, die nicht aufgeht? Sie wollte nichts verstehen, deswegen lass ich dich auch. Ich bin dumm. Ganz kurz. Du bist du mein Sonnenlicht. Ich suche dich und vermisse dich. Gehen wir wieder zu unserem Rap-Larue-Kandidaten. Gott mir Wasser. Die Schulden ab, denn es liegt in meiner Hand, ob du ein Hungers Brett. Was mein auf dickem bist, doch das einzigste, was du bist, ist nicht. Ich bin zum Motherfucker, wer bist du? Gib mir ein Drink, dann gib ich das Drink. Baby will ein Candlelight, der ich doch, ich hab kein Fluss. Wie Penner, der ist gut. Schieben Session, Puffen Passen. Tag wie Nacht, heute Nacht gibt es Action. Motherfuck, du bist nur ein Möchtegern. Und deine Freundin möchte gern. Ja, sowas hat man schon oft gehört, aber möchte gern und möchte gern, aber der ist nicht schlecht. Seid mal ehrlich? Der ist dabei, der ist safe dabei, der kann rappen und cooler Vibe. Vibe hat gepasst. Palla Billa stabil, Digga, ja? Ich dachte kurz Tilo. Tilo, Schwester. Die ist halt ganz anders, ne? Ümit hat sich verändert. Die ist halt ganz anders. So hebt sich, was heißt hebt sich ab? Nicht hebt sich ab, ist aber nicht so Mainstream-lastig. So hat so ein bisschen so Stay-High-Vibes, ne? So vom Sound her. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass Sammy sagt, dass er die mitnimmt. Den nehme ich mit. Ich wusste es. Ja, für mich hat das, für mich klingt das so schrill. Es klingt einfach zu schrill. Ich hätte, weiß ich nicht, Bro. Hat sie mich jetzt überzeugt? Nee. 70 offiziell aus Kerpen. Gehen wir rein, hören wir uns aus Kerpen an. Oh, den kenne ich sogar noch. Von Icon 4. Respekt vor diesem Staatsfonds und das schnelle Geld. Denn bei den Großen wird nicht gespart. Bitte verkack's nicht. Du hast so eine geile Stimme. Ich kenn ihn noch. Bitte verkack's nicht. Ich kenn ihn auch noch. So richtig geile Stimme, Digga. Das weiße Kleid. Ich das weiße Kleid. Du hast längst verkackt, besser bleib mir fern. Du bist nicht für mein hester Stern. Schaue nach oben, doch der Himmel. Ja. Hartschale, weiche Kern, es fällt mir schwer. Du hast längst verkackt, besser bleib mir fern. Du bist nicht für mein hester Stern. Schaue nach oben, doch der Himmel leer. Salam Sabri. Ich kann nicht schlafen ohne dich. Ich denke seit Tagen nur an dich. Ich hab viele Fragen noch an dich. Ja?
ich dachte ein bisschen noch, der zeigt, was er so kann, vielleicht noch rap-technisch, aber stimmlich, der ist gut, der ist gut. Ja, also Tommy, du musst dir eine Sache merken, das ist nicht Icon, Bruder. Ich setz die Messlatte schon ein bisschen höher. Du warst jetzt Tendenz, also Mittel, Tendenz gut. Also das heißt, Icon ist Müll, wollte Sammy damit sagen. Icon ist billig, sagt er hier. Kennst du Fitnessstiften? Gucken, ob das reicht. Du hast ehrlich eine gute Stimme, ja. Ich erinnere mich noch an deine Icon. Bruder, du willst den nicht mitnehmen? Aber nimmst mir Tilos Schwester mit. Sammy, ich bitte dich. Eure Meinung mal in die Kommentare, Rapplerü oder Icon. Ihr wisst Bescheid, wir sind am Start. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.